willkommen bei Hoffnung hilft heilen, dem Recovery Podcast. Mein Name ist Marta Pani, ich bin Ergotherapeutin, Trainerin und Coach und außerdem bin ich selber Psychiatrie erfahren. Und heute sitzt mir schon jemand gegenüber, nämlich der Dr. Gerhard Weiland. Der Gerhard ist Arzt für Allgemeinmedizin, außerdem ist er Trainer und Coach mit Spezialisierung auf die Bereiche Homöopathie und Gesundheitscoaching und auch mit dem Thema Stress hat er sich sehr viel beschäftigt in den letzten Jahren. Aber darauf werden wir dann sicher noch ein bisschen eingehen heute. Ja, Gerhard, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben schon einige Gespräche geführt in den vergangenen Tagen und vielleicht macht es Sinn, ein bisschen von meiner Geschichte zu erzählen. Eine Frage beschäftigt mich seit früher Kindheit und das ist die Frage, wie kann ich das Leben einfacher, schöner, gesünder, auch friedlicher und menschlicher gestalten. Und diese Fragen, die haben mich dazu gebracht, dass ich immer geforscht habe. Geforscht im Sinne, ich habe in der Kindheit weniger gespielt und umso mehr Menschen beobachtet. Ich war Einzelkind in einer Familie mit drei Erwachsenen, die untereinander nicht konnten. Das heißt, es gab etliche Kommunikationsschwierigkeiten und so bekam ich, gewollt oder ungewollt, ein sehr frühes Mediatortraining. Das heißt, ich war in frühen Jahren in die Rolle des Vermittlers so reingedrängt. Damals hat es mir selber viel Stress gemacht in der Kindheit, aber heute bin ich dankbar, denn ich bin auch heute noch sowohl in der ärztlichen Tätigkeit als auch im Coaching so etwas wie ein Vermittler. Vermittler zwischen Menschen, die sich schwer tun in ihren Herausforderungen, sei es beruflich oder privat, oder eben in einer gesundheitlichen Krise stecken. Und der Weg zur Medizin war einfach die Suche, wo ich gedacht habe, ich finde Antworten in der Medizin. Dann kam das sehr theoretische und schwierige und schleppende Medizinstudium und es waren Jahre der Enttäuschung. Und ich wollte schon ein paar Mal aufhören und irgendwas hat mich aber weitergetrieben. Und heute verstehe ich warum, weil ich natürlich im Laufe des Studiums und dann auch später in meiner Spitalsausbildung so etwas hatte wie Schlüsselerlebnisse. Schlüsselerlebnisse, die mir Heilmethoden näher gebracht haben, die einen ganzheitlichen Ansatz haben, so wie die Homöopathie und die Akupunktur, chinesische Medizin, auch Ayurveda. Und so ist es mir näher gekommen, weil ich gesehen habe, die heutige herkömmliche Medizin hat tolle Erfolge. Wenn es geht um die Akutmedizin, wenn es geht um Notfälle, auch um die Chirurgie natürlich, da möchte man nie darauf verzichten. Aber es gibt Krankheitszustände, die nicht allein in einer symptomatischen Therapie behoben werden können. Und daher braucht man Heilmethoden, die den Menschen als Ganzes erfassen, als Wesen mit seinen geistig, seelisch, emotionalen Ansätzen, genauso wie mit seinen körperlichen Eigenheiten. Und das ist eben mein spannender Aufgabenbereich. Und es macht mir nach wie vor Spaß, wo ich zu einem Jahrgang gehöre, wo einige schon in der Pension sind oder an die Pension denken. Und es ist nach wie vor, macht es auch sehr viel Spaß. Für mich ist es auch wichtig, ich sehe meine Tätigkeiten primär nicht als Arbeit, sondern ich sehe es so als ganz spannende, interessante und auch lustige Aufgabe. Das merkt man auch, muss ich sagen. Also ich habe ja in den letzten Wochen auch eben zwei Vorträge von dir hören können und schätzt das einfach sehr, auch wie du auf den Punkt bringst, die Selbstverantwortung, die wir alle für unsere Gesundheit haben, was so für mein Gefühl in der, in der Medizin oder wenn ich jetzt in eine Klinik gehe, nicht unbedingt das ist, was mir vermittelt wird. Also es ist nicht das klassische Bild, das ich kenne, dass das propagiert wird, dass jeder Mensch selber für seine Gesundheit so zuständig ist und da auch so viel tun kann. Richtig. Die heutige Generation wird primär passiv erzogen. Das heißt, wir bekommen einfach Richtungen vorgesetzt, wie etwas zu sein hat. Und das ist manchmal recht schlimm in der Medizin. Es werden Standards, oft auch willkürliche Standards gesetzt. Und wenn wir denen nicht entsprechen, dann wird oft wild darauf lostherapiert. Und mit dem bin ich nicht einverstanden, weil
der Mensch ist nicht nur eine Fülle seiner Symptome, sondern viel, viel mehr. Und das macht Sinn, dass man sich so früh wie möglich Gedanken macht, was kann ich selber tun, um mein Wohlbefinden von Anfang an auf ein höheres Niveau zu bringen. Wie kann ich fitter sein? Was kann ich tun für meinen Bewegungsapparat, für meinen Stoffwechsel, für mein Nervensystem, natürlich auch für meinen psychischen Zustand, weil jeder hat seine Eigenheiten, seine Schwächen, seine Anfälligkeiten, seine Empfindlichkeiten. Und das zeichnet uns ja auch als individuelle Persönlichkeiten aus. Und all das spielt mit hinein, wenn es um Themen geht, Gesundheit und Krankheit. Also wenn du mich fragst, was interessiert mich primär, mich interessiert, was kann ich für die Gesundheit tun? Krankheiten sind für mich unwichtig. Eine Eigenschaft habe ich mir sehr immer so in den Mittelpunkt gestellt. Ich nehme Krankheiten primär gar nicht ernst, sondern ich schaue, was kann ich tun gemeinsam mit diesem betroffenen Menschen, um seine Gesundheit zu heben. Was können wir gemeinsam machen? Was hat die Medizin? Was hat er selber? Wo stecken die Ressourcen in diesem Individuum? Und das sind, glaube ich, auch die Berührungspunkte mit Recovery. Weil dort geht es ja auch darum, die Ressourcen zu heben, die ans Tageslicht zu bringen. Und auch wenn man vielleicht gewisse Schwächen noch hat, dennoch sein Leben gut und kreativ und in einer Lebenslust zu führen. Das ist mal wichtiger, als tolle Befunde zu haben. Natürlich, die Befunde braucht man für Notfälle. Wenn ich auf der Intensivstation liege, als schwerer Patient, sind wir froh, dass es diese eher technische und diese symptomenorientierte Medizin gibt. Aber das ist bloß ein Aspekt. Je mehr chronischer gewisse Zustände sind, braucht man die ganzheitliche Sicht und Arbeitsweise. Das sehe ich auch so. Und das, ja, das stimmt. Also das sind wirklich auch diese Berührungspunkte, wieso mich das sehr angesprochen hat, wie ich dich in deinen Vorträgen erlebt habe, weil es eben die Selbstverantwortung und die Augenhöhe so reinbringt. Weil ja, also ich habe selber eine lange eigene Krankheitserfahrung und ich weiß auch, dass es für mich einige Zeit so war, dass ich nicht so das Gefühl gehabt habe, dass ich sehr viel gerade selber ändern kann an dem, wie es mir geht. Und ganz viel hat sich verändert durch das, dass ich dann langsam Werkzeuge bekommen habe, wie ich was machen kann. Und dass zum Beispiel ich mal eine Therapeutin hatte, die einfach nicht ernst genommen hat, dass ich leider gar nichts machen kann, sondern die einfach mich wirklich sehr herausgefordert hat. Und nachdem ich sie mochte, habe ich mich auch darauf eingelassen und habe da dann einfach immer wieder mehr Gefühl dafür bekommen, dass ich Auswirkungen auf mein Leben haben kann. Und ich glaube, dass das einfach auch so ein wichtiger Erfahrungsraum ist, den in so einer Begleitung zu schaffen, ob das jetzt ärztlich ist oder therapeutisch oder in welcher Form auch immer, wirklich so auch ein Einladen und Vermitteln und dran glauben, dass da einfach Fähigkeiten in Menschen stecken und die sehen. Also das ist für mich auch was, das ganz wichtig ist in der Recovery-Haltung, so dieses, dass ich, wenn ich Menschen begleite, dass ich ein Bild davon habe, dass die Fähigkeiten und Ressourcen haben und selbst wenn man es selber gerade nicht sieht, weil wenn man in der Krise steckt, ist man einfach eingeengt in seiner Wahrnehmung. Da kriegt man oft ja vieles gar nicht so mit, dass an und für sich auch da wäre an Ressourcen. Aber da so hineinzugehen und das Bild zu halten und diesen Raum zu halten, finde ich das was ganz Wesentliches. Ja, kann ich dir voll zustimmen. Ich glaube, viele unserer Schwierigkeiten entstehen aus einem verzerrten Selbstbild, dass wir im Laufe unserer Entwicklung von Kindheit an entwickeln. Viele, wir bekommen einfach die Einflüsse von außen, zuerst vom Elternhaus, von der Familie, später von den Freunden, von den Lehrern, von den Medien heute sehr. Viele Medientendenzen sind ja heute sehr gefährlich, weil sie uns auch oft so zu Statisten machen wollen, zu Statisten und zu Käufern. Und das ist das Gefährliche auch in der Medizin. Es gibt ja heute auch genügend Industrien, die sehr interessiert daran sind, dass wir genügend Produkte kaufen. Die sind primär nicht so interessiert, dass wir voll gesund werden, sondern dass wir möglichst Produkte kaufen. Und das widerspricht mir voll, weil ich sage, je weniger ich von dem ganzen, sage ich mal jetzt, chemischen Zeug brauche, desto besser bin ich dran. Aber wenn ich es brauche, gehört es wieder selektiv und mit sehr viel Fingerspitzengefühl. Und meine Auffassung in der Medizin hat sehr viel auch mit dem Coaching zu tun. Dass ich als Arzt primär nicht nur die Autorität sein möchte,
meinen Patienten was vorzuschreiben, mach das so und mach das so, sondern in einer gemeinsamen Begegnung herauszukriegen, wo liegen die Schwächen auf der einen Seite, die man heben kann, wo liegen auch die Stärken und was kann der Einzelne selber tun, denn er hat mich ja nicht immer bei der Hand. Mhm. Er kommt bestenfalls vielleicht einmal in der Woche oder manche kommen ja weit weniger, einmal im Monat oder alle 2 Monate, aber was macht er die übrigen Tage? Und da ist wichtig, dass er Werkzeuge bekommt. Und da habe ich mir im Lauf meines Lebens und meiner Tätigkeiten glücklicherweise eine riesige Werkzeugkiste geschaffen und die nach Bedarf auch angewendet wird. Einen großen Bereich für Krankheitszustände bildet nach wie vor die Homöopathie, weil mit dem Arzneischatz der Homöopathie kann ich für viele Patienten einen individuellen Zugang schaffen. Einen Zugang und in relativ kurzer Zeit das Leiden wirklich deutlich mildern und oft auch auflösen, zum Teil auch bei schwersten Erkrankungen. Die Schwierigkeit allerdings bei der homöopathischen Heilmethode liegt dort, dass man ein spezifisches Mittel finden muss. Und das ist für manche Menschen einfach und für manche doch recht schwer. Und weil der Arzneischatz so riesig ist und wir Menschen so unterschiedlich sind und nicht jeder ist gleich so wie ein offenes Buch. In der ersten Sprechstunde, und da braucht es auch oft längere Zeit, um einander kennenzulernen und auch um Vertrauen zu schaffen, dass der Mensch sich mehr und mehr öffnet. Und da ist eins meiner Werkzeuge, ich möchte sagen, auch von Kindheit an, eine sehr aufmerksame Wahrnehmung, möchte ich das nennen. Also ich höre nicht nur genau zu, was jemand sagt, sondern wie er sagt und was erzählt mir sein Körper. Die Körpersprache erzählt mir oft eine ganz andere Geschichte. Und das ist so interessant, dass ich manchen meiner Patienten so auf die Nase zusage, jetzt sagen Sie mir aber die wahre Geschichte. Das, was Sie da erzählt haben, das ist nur so die Spitze vom Eisberg. Was ist da wirklich? Und was ist Ihnen da wirklich nahegegangen? Weil der Körper durch seine Gestik, die Mimik, die Haltung, die Atmung, all das, was es ausmacht, sehr viel erzählt. Das bedeutet ja aber auch, dass du in deinen Behandlungen, dass du einfach auch Raum und Zeit dafür brauchst, oder? Unbedingt, ja. Weil ich denke mir, also wenn ich mir anschaue, in klinisches Setting, wo einfach auch ein gewisser Druck und Stress dahinter ist, da ist es ja auch sehr schwer, sich so auf einen Menschen einzulassen. Oft. Klar. Das klinische Setting ist primär gemacht für eine erste Hilfe. Und das ist auch gut so. Wir haben in Mitteleuropa, speziell in Österreich, Deutschland, Schweiz, ein, sage ich mal, für den Erste-Hilfe-Bereich ein gutes System. Da können wir stolz drauf sein. Wenn es aber geht um unsere menschlichen Zustände, um unsere Herausforderungen, da gibt es noch große Lücken. Und Zeit ist ein Thema. Zeit und auch eine Atmosphäre zu schaffen, wo der leidende Mensch in seiner Einzigartigkeit mal so sein darf, wie er ist. Da braucht er sich nicht verstecken. Da darf er weinen, da darf er schimpfen, da darf er ruhig auch mal ein paar Minuten still sein und darf auch böse sein, weil ich ihm vielleicht eine blöde Frage stelle. Und die Zeit und den Raum muss ich ihm geben. Also ich sage, bei der Terminvereinbarung ist bei mir so die Stunde das Minimum. Weil ich kann in 5 Minuten zwar schon einiges erfahren, aber ich möchte ihm ja weiterhelfen, dass es ihm nach meiner Intervention und nach dem, was ich ihm anbieten kann, ja besser geht. Und dass der die Werkzeuge, der betreffende Mensch, dass der die Werkzeuge auch dann zu Hause für sich weiterverwenden kann. Also bei mir kriegen die Patienten auch Hausübungen. Aktivität, Eigenverantwortung ist ganz besonders wichtig. Ich denke, es macht auch Sinn, Hausübungen zu haben in dem Sinn, weil Heilung nicht in, auch wenn es eine Stunde ist beim Arzt, aber die passiert ja nicht dort, sondern die passiert ja in dem, wie ich danach in meinem Alltag mit mir umgehe und mit meinen Herausforderungen. Man kann durch gewisse Interventionen und durch gewisse Therapien und auch durch Arzneien natürlich einen Impuls geben, oft einen ganz, ganz wesentlichen Impuls. Doch gehen, durch sein Leben gehen, muss der betreffende Mensch selber. Und er muss dann schauen, was kann er verändern.
Deswegen ist ein immer wichtigerer Bereich in meinen Tätigkeiten so das geworden mit den Vorträgen, mit den Seminaren, mit den Büchern, mit meinen Programmen, wo ich die Menschen aufwecken will. Weil ich sagen kann, aus meinem Erfahrungsschatz können mehr Leute profitieren. Weil vieles, was ich heute anwende, ist ja nicht alles auf meinem Mist gewachsen, sondern habe ich mir angeeignet. Und ich muss sagen, viele meiner Patienten waren meine größten Lehrer. Weil zum Beispiel, wenn mir jemand berichtet hat, diese Krise oder diese Krankheit hat er gut überstanden, den habe ich natürlich genauestens interviewt. Was hast du gemacht, um das zu überstehen? Was hat dir geholfen? Was hast du weggelassen? Was waren deine Zielsetzungen? Wer hat dich dabei unterstützt? Welche neuen gesundheitsfördernden Gewohnheiten hast du dir angewöhnt, damit du gesundheitlich wieder Fuß fassen konntest? Und diese Dinge, und die habe ich zum Beispiel in meinem letzten Buch auch reinfließen lassen, bestimme selbst, sonst tun es andere, weil die Selbstbestimmung ist dann die Strategie, die uns wirklich auf längere Zeiten weiterbringt. Ja. In der Not sind wir oft allein. Egal, wodurch die Not entsteht, durch eine Krankheit, sei es jetzt physische oder psychische Erkrankung, oder durch eine Krise. Und der Krise ist auch primär da, sein ganzes Leben und seine bisherigen Gewohnheiten so ein bisschen zu überdenken. Welche sind förderlich? Also drei Fragen tauchen bei mir immer auf, was ich fast jedem irgendwann mal sage. Was mache ich gut und will auch weiter so gut machen? Was sollte ich verbessern und was sollte ich weglassen? Was gehört wirklich komplett anders für meine Zukunft? Und wenn ich mir das ehrlich beantworte, dann habe ich schon einen ersten wichtigen Schritt in eine bessere Richtung unternommen. Ja, so dieses Beginnen, sich selbst zu hinterfragen, ja, und selbst zu reflektieren, was mache ich auch eben, was mache ich auch gut? Weil ich glaube, man neigt dann oft schnell dazu, auch zu schauen, nur was mache ich schlecht und sollte ich anders machen? Aber auch ganz wichtig hineinzunehmen, dieses, was mache ich gut und was sollte ich beibehalten? Und was mache ich gut, aber könnte noch ein Eizerl irgendwo mehr sein? Also so das auch drinnen zu haben, finde ich da echt was Wichtiges. Ja, jeder Genesungs- und Heilungsprozess geht über ein erweitertes Bewusstsein. Dass ich sage, mein bisheriges Bewusstsein war vielleicht zu eng, war vielleicht zu naiv, war verblendet durch Einflüsse, durch Täuschungen, durch irgendwelchen alten Müll, den ich mir angesammelt habe. Hast du da gar ein Beispiel dafür? Naja, es kann zum Beispiel sein, ich kann aus persönlicher Sicht, ich hatte zum Beispiel einen Vater, der in jungen Jahren zumindest sehr sportlich war. Der war Fußballer und Fußballtrainer und ich habe mich für Fußball selber nicht interessiert und der hat zu mir gesagt, na, der ist nicht sportlich, ne? Der Junge ist nicht sportlich, der hat zwar linke Füße. Und für mich war das dann so wie eine Prägung, ich bin unsportlich. Und ich habe Jahre, ich möchte sagen fast Jahrzehnte gebraucht, um mir diese Täuschung wegzunehmen. Dass ich gesagt habe, das ist ja Unfug. Ich habe dieser Aussage geglaubt, weil in der Kindheit ist der Vater natürlich eine wichtige, vertrauensvolle Person. Wir hatten noch ein gutes Verhältnis. Zu mir waren alle in der Familie sehr viel mit Aufmerksamkeit, mit Liebe, Nestwärme gab es genug. Was gefehlt hat, war die Ruhe. Und deswegen ist Ruhe und Frieden so ein ganz großes Thema. Und ich sage, für mich hat Heilung und Gesundwerden und Genesung sehr viel auch mit Frieden zu tun, mit Ruhe schaffen, dass man mal alles mal sein lassen darf, dass man nicht immer herumwerkeln und herumkorrigieren muss, sondern mal den Prozess beobachten und einmal schauen, was ist denn möglich, wenn die Umstände friedlicher werden. Und die eigenen Täuschungen dann zu erkennen und zu lösen, geht schneller, wenn ich einen vertrauensvollen Coach habe, der mir sagt, hallo, hast du schon einmal überlegt, dass das vielleicht der Irrtum sein kann? Ja, das Spannende ist ja, dass man auf eigene Schleifen oft selbst einfach nicht draufkommen kann, weil man sie ja als Realität erlebt, oder? Ja, ja. Und diese, ich sag, das ist so dieser Schmutz, der unsere Realitätsfilter richtig verdreckt. Ja? Wir sehen dann wie durch eine Mattscheibe und wir nehmen die Dinge nicht so wahr, wie sie sind.
Ganz im krassen Fall sind ja Störungen, wie zum Beispiel, wie wir haben bei der Anorexie und bei der Bulimie, die schauen in den Spiegel, diese Menschen, und sagen, ich bin fett. Mhm. Ja? Sind aber abgemagert zu einem oft wirklich bedauernswerten Skelett, sagen aber, schau her, da habe ich mein Fett. Und ja, aber das sind oft wirklich ganz schlimme, und die gilt es zu lösen. Diese Bewusstseinsvernebelungen, wie ich die nenne. Und unser Unterbewusstsein ist ja ein ständiges Aufnahmegerät und macht da zu wenig Selektion. Das heißt, es kommt da alles rein und verstärkt wird es dann noch durch bestimmte traumatische Erfahrungen und die treffen dann auf den vorbereiteten Boden. Was meinst du damit jetzt? Zum Beispiel, wieder aus der eigenen Erfahrung. Ich als sogenannter unsportlicher Jugendlicher komme vielleicht in eine Gruppe von Supersportlichen und die sagen, na, du bringst nichts zusammen. Mhm. Du kannst doch nicht einmal über diese Hürde springen und so weiter. Ja, wie kommt man sich vor? Dann findet man praktisch eine Bestätigung für einen falschen Glaubenssatz. Der Glaubenssatz, der gelautet hat, ich bin unsportlich. Mhm. Ja? Das stimmt. Das heißt, einfach Sachen, die ich immer geglaubt habe oder die ich so in meinem Selbstbild drinnen habe, für die finde ich auch immer wieder Bestätigung. Selbst wenn niemand anders das gerade so erleben würde oder so vielleicht auch so persönlich ja. oder tragisch nehmen würde, aber für mich bestätigt es einfach mein Bild von mir. Ja, deswegen ist meine Strategie mehr und mehr zu der geworden, jeden Glauben zu hinterfragen und zu überprüfen mit den Sinnen meines Körpers. Dass ich sage, ich habe da zum Beispiel eine Meinung oder regelrecht ein Glaubenssystem. Und dann horche ich mal rein, wie fühlt sich mein Körper damit, wenn ich diesen Satz, zum Beispiel, ich bin unsportlich, sage? Fühlt er sich gut dabei? Fühlt er sich vital? Fühlt er sich geschätzt? Fühlt er sich richtig so in seiner Power? Und dann komme ich drauf, na, und dann kann ich immer die Frage stellen, gibt es vielleicht einen besseren Glaubenssatz, der zu mir besser passt? Weil Glauben, darf ich, was ich will. Nur ist der Glaube nützlich? Sind diese Meinungen wirklich im Sinne einer Weiterentwicklung? Und das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit geworden. Dass man diese alten Glaubenssätze, die Selbstgespräche, wie wir in der Vorwoche im Vortrag angesprochen haben, diese Selbstgespräche, die den großen inneren Stress erzeugen. Wie spreche ich zu mir selber? Erzeugt das ein Wohlgefühl oder macht es mir Stress? Mhm. Mache ich mir unnötig ein schlechtes Gewissen? Renne ich einer utopischen Fantasie nach, zum Beispiel einem Perfektionismus, der nie und nimmer im Endeffekt durchzubringen ist? Oder solche Dinge. Und das sind diese inneren Stressfaktoren, die den Körper, den ganzen Organismus in einen Zustand bringen, so als wäre eine Lebensgefahr. Mhm. Und das ist natürlich ungesund, weil das erzeugt eine ganze Kaskade von Reaktionen im Nervensystem, in den Hormonen, in den Neurotransmittern und letztendlich werden wir dann zu einem Sonderling, weil wir dann vielleicht Gewohnheiten, Zwänge und alles Mögliche entwickeln und wo die Leute sagen, na, das ist aber ein unangenehmer Zeitgenosse. Ja? Und so führt es. Und all diese sogenannten Störungen haben irgendwo den Ursprung und können aber in vielen Fällen natürlich, wenn man es richtig und ganz pragmatisch angeht, in frühen Jahren schon gelöst werden. Also ich habe recht gern, wenn junge Menschen zu mir kommen und sagen, ich habe dieses oder jenes Problem, was können wir machen? Da geht es natürlich weitaus rascher und die sind dann oft in Kürze so wie, ja, wie wesensverändert in einer Richtung, dass sie ihr Potenzial und ihre Ressourcen viel besser ausschöpfen können. Da geht es um die ganzen Ängste, zum Beispiel Prüfungsängste bei Studenten oder um Komplexe, um Vorstellungen, die einfach das Leben einengen. Und alles, was das Leben einengt, hat ja für mich die Bedeutung einer Krankheit. Das ist ja die Störung. Die Krankheit an sich ist oft nur dann die Folgeerscheinung, was man dann feststellt. Weil die Diagnose ist oft eine willkürliche Namensgebung. Wie schnell kriegt heute ein Mensch, der vielleicht in einer gedrückten Stimmung ist, den Stempel Depression? Aber wer ist nicht einmal ein bisschen
traurig oder enttäuscht oder zumindest niedergeschlagen. Aber muss ich deswegen gleich ein Depressiver sein? Ja, und das macht einfach auch viel aus, so einen Stempel zu bekommen. Also klar, das ist was, das viel tut. Klar. Und dann wird man zu schnell in eine Ecke gedrängt. In eine Ecke, wo man sagt, ich gehöre vielleicht nicht mehr zur Hauptgruppe der Gesellschaft. Ich bin eher zugehörig zu einer Randgruppe. Und mit mir will dann nicht mehr jeder zu tun haben. Vor allem sensible Menschen nicht, kritische Menschen nicht. Und das ist meines Erachtens diskriminierend. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du hast ja, du hast jetzt vorher gesagt, wir machen uns mit den Sachen, die wir selber über uns glauben und die Art, wie wir mit uns reden, ja sehr viel Stress selber. Ja. Und das ist ja auch was, das viele Auswirkungen dann einfach auf unser gesamtes Wohlbefinden, auf unseren Organismus, auf unsere Gesundheit hat. Und ich wollte dich jetzt fragen, ob du einfach noch mal ein bisschen darauf eingehen magst, wie man mit diesen Sachen umgehen kann. Wenn man merkt, okay, eigentlich die Art, wie ich mit mir spreche, ist eigentlich keine, die unbedingt sehr aufbauend oder liebevoll oder wertschätzend ist. Weil es ja, glaube ich, für viele Menschen sehr, sehr schwierig ist, einen wirklich unterstützenden inneren Dialog mit sich zu haben. Kannst du da dazu noch ein bisschen was sagen? Ja. Zuerst kommt es darauf an, die Dinge mal beobachten. Dass ich mir selber einmal über einen gewissen Zeitraum, zum Beispiel eine Woche oder zwei Wochen, zuhöre. Und noch besser ist das, was da in meinem Denksystem abläuft, vielleicht aufschreibe. Welche Gedanken, welche Sätze, was läuft da dauernd, was ist da, was wird da ständig wiederholt und recycelt. Und dann das Aufschreiben und wirken lassen. Mit Hilfe unseres Körperwahrnehmungssystems wirken lassen, wie fühle ich mich, wenn ich das sage oder denke. Und dann, immer eine Frage ist der Beginn einer Veränderung. Dass ich sage, ist es nützlich? Will ich mir diese Sätze weitersagen? Gibt es vielleicht bessere? Entsprechen diese Sätze, die ich ständig da in meinem Hirn, in meinem Verstand wiederhole, entsprechen die der Wirklichkeit? Und ich darf auch fragen, gehören die überhaupt zu mir? Weil viele dieser Sätze habe ich nicht selber kreiert, sondern vielleicht übernommen. Und da darf ich zum Beispiel sagen, sowohl Glaubenssätze als auch Gefühlsinhalte sind vielfach von der Umgebung übernommen. Und dann kann ich sagen, alle, und das ist eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung, wo ich sage, alles, was nicht zu mir gehört, darf jetzt gehen. Das ist eine ganz klare Entscheidung. Und allein dieser, ich nenne das so wie ein Selbstermächtigungsschritt. Dieser Schritt, der macht mich wieder handlungsfähig, weil ich sage, ich muss nicht das ganze Zeug ein Leben lang mit mir rumschleppen und darunter leiden. Und es ist aber ein wichtiger Bewusstseinsschritt, dass ich sage, ich bin nicht nur Darsteller in irgendeiner Szenerie, sondern auch der neutrale Beobachter und ich darf auch der Regisseur werden. Der Regisseur in der Weise, wo ich sage, in welche Richtung möchte ich mich weiterentwickeln? Wie würde ich mich gerne fühlen? Was für Programme in meinem Denksystem wären da besser geeignet dazu? Welche Gefühle passen dazu? Und das darf ich wieder, das wären so diese Hausübungen, die ich vorhin erwähnt habe, die bei mir die Leute kriegen, dass sie so ein Lebenskonzept mal niederschreiben, ihre Wunschziele aufschreiben und die testen wir dann durch. Da verwende ich auch recht gern die Kinesiologie, die angewandte Kinesiologie und prüfe mit diesen Menschen, ob das jeweilige Unterbewusstsein damit einverstanden ist. Weil wenn es da noch Blockaden gibt, gilt es, da braucht es natürlich Interventionen, dass man diese Sabotagen auflöst und dann die Sache wieder in Fluss bringt. Also es geht vieles über Hinschauen. Ganz klar die Dinge sehen, wie sie sind und überprüfen, sind es förderlich oder sind es bremsend, sind es regelrecht krankmachend. Zum Beispiel, jemand bekommt eine Diagnose. Nehmen wir an, es wäre die Diagnose Depression. Dann gibt es zwei große Gruppen
von Menschen. Der eine sagt, okay, ich habe jetzt eine Depression und suche nach einer Lösung. Die andere Gruppe schaut vielleicht im Internet, was gibt es alles für Spätfolgen bei Depression? Wo könnte ich enden? Was sind mögliche Krankheitsfolgen, also somatische, körperliche Krankheitsfolgen bei einer Depression? Wer ist besser bedient? Natürlich derjenige, der in Richtung Gesundheit seine Aufmerksamkeit richtet. Dass er sagt, ja, okay, wenn ich im Moment depressiv bin, will ich das bleiben? Oder möchte es wieder loswerden? Und was braucht es dazu? Was kann ich selber dazu tun? Also sehr viel mit dieser Selbstwahrnehmung und mit dieser mit dieser Selbstverantwortung geht über die Technik und über die Werkzeugkiste der Fragestellung. Immer weiter fragen. Und die Fragen werden bewusst nicht an den logischen Verstand gerichtet. Weil der logische Verstand kann ja nur das beantworten, was er kennt. Der logische Verstand ist so wie ein Computerprogramm. Wenn ich irgendein Technikprogramm aufrufe, dann kann ich nicht ein Musikprogramm damit abfragen. Ja? Und das ist in unserem Gehirn ganz ähnlich, dass ich sage, den Verstand zu fragen bei großen Krisen wird wenig bringen. Ich stelle die Fragen ans Bewusstsein und warte, bis mir andere Bewusstseinskanäle mehr sagen, oh, an das habe ich noch nie gedacht. Das heißt, unsere Möglichkeiten besser ausschöpfen, die Möglichkeiten unseres Instinktwesens, weil wir haben ja die Instinkte auch im Körper drinnen, und auch die Intuition. Die Intuition sind die Kanäle zu höheren Bewusstseinsebenen und die dürfen wir genauso verwenden. Spielerisch verwenden. Ich brauche dazu keine philosophischen oder psychologischen oder esoterischen Ausbildungen, sondern die Frage stellen und warten und oft genug stellen und ruhig naiv stellen. Wo gibt es jetzt eine Hilfe? Ich will ein anderes. Ich will nicht in der depressiven Lage. Ich will nicht in dieser Angststörung verharren und in dieser Selbsttäuschung, sondern ich will woanders hin. Ich will mehr aus meinem Leben machen. Und das erfordert immer auch so ein bisschen ja, Mut. Aber der Mut wird immer belohnt. Mut und Neugier. Dass ich immer sage, ja, muss das so bleiben? Zum Beispiel, es kommen sehr oft Menschen von der Klinik, die sagen, ich habe jetzt diese Diagnose bekommen. Und der Herr Professor auf der Klinik hat mir gesagt, das ist unheilbar. Weißt du, was ich da als erstes dem sage? Was denn? Glaubst du den Blödsinn? Mhm. Glaubst du daran, was der Professor sagt? Mhm. Weil eine meiner Hauptaufgaben ist einmal das Glaubenssystem, das eine Krankheit so erst richtig fixiert, beim Menschen zu erschüttern und ihn zu öffnen, für ein gesundheitsförderndes Glaubenssystem. Sag mal. Also, ich weiß jetzt einfach aus meiner eigenen Geschichte, dass es einfach so Gefühle gibt, die so hart sind, dass es ganz schwer ist, sich von denen zu lösen, in eine andere Richtung zu schauen. Also, es geht natürlich schon, aber irgendwie, wie soll ich das sagen? Klingt das natürlich sehr gut und auch sehr richtig natürlich, diesen Blick in die Richtung Gesundheit zu lenken. Aber ich glaube, dass es manchmal sehr schwierig ist. Also dass jetzt, wenn jetzt Leute zuhören, die das, oder auch Kollegen zuhören, die mit Menschen arbeiten, die wirklich in schweren psychischen Krisen stecken, dass das gar nicht so leicht ist, das in irgendeiner Form anzuwenden, weil ja auch irgendwie ein bisschen es erstmal eine Anerkennung der Situation braucht, oder? Selbstverständlich. Das Anerkennen der Situation ist ja das, was ich nenne, die Dinge mal nehmen, wie sie sind. Einen pragmatischen, möglichst wirklichkeitsnahen Befund für sich selber. Ich sage, wo stehe ich? Und jetzt habe ich mal Angst, jetzt habe ich diese Gefühle, jetzt habe ich diese depressiven Stimmungen und so weiter. Aber sofort gleichzeitig fragen, will ich da drin bleiben? Auch wenn ich zutiefst traurig bin, darf ich mir diese Frage stellen. Und immer, ich stelle das auch deshalb in Frage, wem will ich die Regie überlassen? Einem Gefühl? Dann fährt mitunter ein Gefühl mit mir Schlitten. Und das ist wichtig, von Anfang an nicht zuzulassen, so heftig das Gefühl sein. Das stärkste negative Gefühl, das wir kennen, ist natürlich Angst.
Weil die kann uns so wirklich machtlos machen vorübergehend. Und da ist es wichtig, diese Gefühle natürlich als erstes mal annehmen, aber gleichsam, wie kann ich sie umwandeln zu, ich sage immer, mach die Angst und die Wut und all diese negativen Gefühle zu deinen Freunden. Und teile diesen Gefühlen auch Aufgabenbereiche zu. Unterdrück sie nicht. Und dann wirst du sehen, dass die Gefühle, die nicht zu dir gehören, dich wieder verlassen können. Und all deine Gefühle können dir sogar ein Beschützer in der Not werden. Angst, das hat ja auch primär eine Schutzfunktion in Gefahr. Wut ist ja, glaube ich, dazu doch entstanden, damit wir nicht alles schlucken, was uns so vorgesetzt wird, dass wir sagen, halt, das ärgert mich, das nehme ich nicht so, wie du es haben willst. Ja? Also, das ist eine positive. Jedes Gefühl hat ja mehrere Seiten. Wichtig ist, dass wir einem Gefühl uns nicht so sklavisch und so wie ein Knecht unterordnen. Weil dasselbe sind negative Gedanken. Manche Menschen sagen, ja, ich werde die negativen Gedanken nicht los. Ja, warum überlässt du denen die Regie? Was ganz was anderes, vielleicht sprichst du das an. Wenn jemand eine wirklich fixierte, möchte man sagen, geistige Erkrankung im Sinne einer Hirnerkrankung hat, zum Beispiel eine echte Demenz oder Alzheimer oder diese, da sind natürlich auch die organischen Fähigkeiten nicht mehr in der Lage, diese Werkzeuge in gleicher Weise anzuwenden, von denen wir jetzt sprechen. Aber die meisten, die heute ihre sogenannten psychischen Störungen haben, sind in einer Krise und sind praktisch überwältigt von ihren Gefühlen und finden dann nicht mehr raus. Aber wichtig ist, da gibt es ja auch Werkzeuge. Da gibt es die Technik der emotionalen Balance oder den Emotion Code. Und es gibt so viele Werkzeuge, die wirklich einfach anzuwenden sind, auch für den Hausgebrauch, dass sie nicht immer eine Beruhigungstablette nehmen muss oder in eine ausgefeilte Therapie mich begeben muss. Ja, es gibt da wirklich sehr viele spannende Methoden. Klar. Also ich finde zum Beispiel auch die Klopftechniken, die es da gibt, sehr, ja, sehr spannend. Und ja. Wieso ich nochmal nachgefragt habe, ist, glaube ich, dass ich da... Ich habe manchmal, ehrlich gesagt, gewisse innere Widerstände auf dieses, dass ich alles, was da ist, sofort schauen muss, wie ich es verändern kann. Also für mich ist es zum Beispiel auf meinem Weg jetzt was irgendwie auch was ganz Wichtiges geworden, einfach erstmal in diesen Raum von Entspannung zu kommen, von dem du eh am Anfang ja auch gesprochen hast. Also ich glaube, du meinst das ja eh automatisch mit, aber also das ist für mich so was ganz, ganz essentiell Wichtiges, dass ja Entwicklung und nämlich natürliche, entspannte Entwicklung einfach erst aus Ruhe und Raum kommen kann. Also dass ich einfach ja, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt gerade mit harten Gefühlen zu tun, ist für mich im Normalfall das Wichtigste, erstmal in den Körper zu gehen und mal das im Körper zu spüren und einfach wirklich, also nicht in Kopfgeschichten hängen zu bleiben, sondern zu schauen, dass ich in meine Körperempfindungen komme und mir liebevoll in dem zu begegnen. Also das einfach auch mal da sein zu lassen und anzuerkennen und gar nicht unbedingt sofort zu versuchen, es wegzumachen, weil ich erlebt habe, dass, also ich habe urlange versucht, einfach die Sachen möglichst schnell wegzumachen. Und mich hat das immer mehr in Spannung gebracht eigentlich, weil ich damit immer noch das Gefühl hatte, ich muss was leisten, das ist nicht richtig so, wie es jetzt ist. Und für mich hat sich ganz viel angefangen zu entspannen mit dem, dass ich es einfach mal sein lassen habe können. Ja. Also dieses Annehmen, das du auch gesagt hast. Manche Krisen haben eine Aufgabe und einen Sinn, nämlich unsere Entwicklung zu fördern. Und die brauchen tatsächlich Zeit. Und die Zeit dürfen wir uns geben. Aber jeder von uns hat ein eigenes Tempo. Und ich darf mich zu jedem Zeitpunkt fragen, wie lange will ich mich mit dem aufhalten? Weil generell gesagt, egal ob wir jetzt 80 wären oder 120, das Leben ist kurz. Und ich sage, wozu ist das Leben da? Das Leben ist da, sage ich immer, um gelebt zu werden. Und um unsere Fähigkeiten, um unsere Talente, unsere Begabungen, unsere Begeisterung in die Welt zu bringen. Und wenn ich da jetzt
da bin ich doch vom Wesen her dennoch ungeduldig, möchte ich sagen. Dass ich sage, wieso so lang gleiten, wenn es schneller geht? Weil lernen kann ich auch schnell. Wenn ich eine Sache überreiße, dass zum Beispiel eine Gefühlskrise mir irgendwas zeigen soll, okay, super, aber muss ich da 3 Jahre dran leiden? Geht das nicht in 3 Monaten? Weil es geht nicht in 3 Tagen. Da gebe ich dir vollständig recht. Und du hast auch einen wichtigen Begriff jetzt angeführt, die Selbstliebe. Und wir werden in unserer Kultur nicht so richtig in diese Selbstliebe geführt. Wir werden mehr dorthin geführt, mach's den anderen recht. Mhm. Ja? Sei gefällig, sei freundlich, sei lieb, sei ein braver Mitbürger. Ja? Zahl deine Steuern. Natürlich wollen wir es zahlen, aber von Selbstliebe ist eigentlich in unserer Kultur nicht so viel, weil das hat schnell den Beigeschmack, dann bist du egoistisch. Ich sage aber, ein gesunder Egoismus ist die Voraussetzung, dass ich in der Welt überhaupt bestehen kann. Ich glaube, es ist so das Gesündeste, was man machen kann. Ja. Und tatsächlich sogar das Beste, was man für die Umwelt machen kann, wenn man einfach erst die eigenen Grenzen wahrt. Weil ganz viel Ärger und Unmut, den man sonst in die Welt bringt oder ja, einfach Sachen, die sich gar nicht so schön anfühlen, entstehen ja aus dem, dass meine Bedürfnisse gar nicht gewahrt sind. Ja. Also ich glaube auch, dass das die erste Basis ist, da gut drauf zu schauen. Und wenn ich mir genügend Aufmerksamkeit, Akzeptanz, Respekt und einfach auch liebevolle Annäherung schenke, dass ich sage, hey, ich kann ja zu mir mal zum Beispiel eine liebevolle Kritik, dass ich sage, heute hast du einen Blödsinn gemacht. Mhm. Kannst du es nicht besser machen? Mhm. Ja, kannst besser. Wenn ich nächstes Mal in eine ähnliche Situation komme, wie kann ich das nächstes Mal besser machen? Mhm. So, diese Selbstgespräche, die oft manche Menschen, ich beobachte, sind so streng mit sich. Die haben so eine Instanz eingebaut wie einen inneren, strengen Richter. Und das ist durchaus nicht förderlich. Sondern, ich sage, ein zumindest wohlwollender Berater darf ich zu mir sein. Dann sage ich, hey, ja, das hast du halt wirklich verbockt. Kann ich ruhig sagen, schäm dich dafür. Aber du kannst es ja besser. Und das nächste Mal machst du es besser. Und es ist dann auch eine Abmachung mit mir selber. Und die Abmachung führt mir dann auch zu mehr Erfolg. Und das ist auch bei Krankheiten. Weil jede länger dauernde Krankheit kriegt eine andere Note, wenn ich meine Lebensgewohnheiten verändere. Wie habe ich bisher gelebt? Mhm. Wenn ich sage, ich mache jetzt gleich weiter wie bisher, dann kann ich davon ausgehen, dass ich die gleichen Ergebnisse weiter kriegen werde. Mhm. Dann muss ich mich fragen, bin ich mit denen zufrieden? Nein, wenn ich krank bin und wenn ich unglücklich bin, in einer psychischen Krise stecke, bin ich nicht damit zufrieden. Was kann ich anders machen? Mhm. Freilich gibt es Zustände, sage ich mal, krasse Zustände. Und die brauchen natürlich Profis. Die wissen, was macht man in derartigen, zum Beispiel in Panikzuständen, in solchen. Aber da gibt es natürlich auch sehr, sehr gute Werkzeuge. Ich schätze da natürlich die Tiefenentspannungstechniken sehr. Ich schätze natürlich auch dabei sehr die Homöopathie, weil wenn ich eine gute Arznei, die das Angstpotenzial umwandelt, dann sehr. Da gibt es eine ganze Reihe von wirklichen Heilschätzen, die man da nützlich anwenden kann. Man muss sie nur kennen. Mhm. Und man hat damit keine schlimmen Nebenwirkungen zu befürchten. Das ist ja auch der große Vorteil. Mhm, das stimmt. Ich brauche nicht, um mich zu beruhigen, eine Droge nehmen. Also Psychopharmaka sind für mich auch Drogen im weitesten Sinne, weil sie natürlich den Hirnstoffwechsel verändern und weil sie mir oft was vorgaukeln und mir das Gegenteil von dem oft erzeugen, was ich aber brauche, um gesünder zu werden, nämlich einen authentischen Zugang. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich bin unglücklich, dann stimmt das ja auch. Aber ich kann mich fragen, was kann ich jetzt machen, dass dieses Unglücklichsein Stunde zu Stunde, Tag für Tag ein bisschen abnehmen kann? Was kann da einfallen? Ja. Und durch die Fragestellung öffne ich die Bewusstseinsebenen mehr. Ich glaube auch, dass das was ganz Wesentliches ist, sich einfach gute Fragen zu stellen, ja. Weil gute Fragen machen unbedingt. Aus, was für Antworten ich auch unbedingt. Finde. Und ja,
Ja, und gleichzeitig, also ich habe jetzt mit dem, dass du sagst, Psychopharmaka sind Drogen, das stimmt natürlich in gewisser Hinsicht. Ich weiß einfach auch, dass es halt manchmal trotzdem hilfreich sein kann, sie zu nehmen. Natürlich gibt es Zustände, ja, gebe ich dir recht, Zustände, wo man sagt, man weiß nicht ein noch aus und man ist in einem Engpass. Nur, sie werden sicher zu unkritisch beordnet. Das auf jeden Fall. Und vor allem zu lange gegeben. Ja. Weil die Menschen werden dann noch mehr in diese Passivität rein. Und das heißt, die gehen dann zu ihrem Psychiater oder manchmal sind es ja nur die Hausärzte, die Psychopharmaka verschreiben und die wissen, okay, die alte Arznei, das alte Medikament hilft nicht mehr ausreichend. So, entweder nehme ich die doppelte Dosis von der alten oder ich kriege eine neue dazu. Und wo geht es dann weiter? Mhm. Ja, ich glaube, auch da wäre es einfach wichtig, wenn das in der Situation möglich ist, einfach diese Augenhöhe herzustellen und wirklich auch zu sagen, folgendes Medikament macht folgende Sachen, wir könnten das jetzt für einen Zeitraum mal probieren, aber auch wieder darauf zu schauen, dass es keine ewige Krücke wird. Also ich glaube einfach, dass es wirklich viel Aufklärung auch bräuchte in dem Bereich, dass man nicht zum Arzt geht und man bekommt Sachen verschrieben und nimmt die einfach und hat vielleicht auch gar keine Zeit nachzufragen, warum nehme ich das jetzt oder wofür ist das, was passiert mit mir, was passiert in meinem Körper, wenn ich das nehme, sondern da wirklich einfach auch mit einbezogen zu sein und ernst genommen zu werden mit der Entscheidung, auch, möchte ich Medikamente nehmen oder nicht. Weil ich glaube, das ist natürlich ein großes Thema, auch Psychopharmaka, und auch ja ein sehr kontrovers diskutiertes. Und ich habe über 4 Jahre hinweg doch einiges an Psychopharmaka genommen und bin inzwischen sehr, sehr froh, dass ich jetzt über ein Jahrzehnt das nicht mehr tue, weil ich auch dann am Schluss gemerkt habe, es schleicht sich einfach sowas ein, von man nimmt so viel, man ist wie betäubt irgendwie, man ist gar nicht mehr richtig gut da und habe das dann einfach über ein Jahr hinweg ausgeschlichen. Und das war auch so mein, ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt für mich in meiner eigenen Selbstermächtigung, auf meinem eigenen Weg zur Genesung, dass ich gesagt habe, okay, aber mir geht es damit auch nicht gut, aber ich habe ganz viele Nebenwirkungen, dann möchte ich das jetzt absetzen und ich suche mir Leute, die mich dabei unterstützen und mache es halt langsam und vernünftig. Also das war für mich auch was ganz Wesentliches. Aber ich glaube auch eine Zeit lang davor, dass es tatsächlich sehr hilfreich war. Also ich weiß auch noch gerade das erste Mal, dass ich Psychopharmaka verordnet bekommen habe. Ich war einfach auch so erleichtert, dass es endlich was gibt, das mir hilft in dem, wo ich mich ganz falsch und verloren fühle und gar nicht weiß, was ist da. Also ja, ich glaube, natürlich. Das hat viele, viele unterschiedliche Wirkungen. Das ist ganz wichtig, da wirklich achtsam damit umzugehen. Es gibt Notzustände, aber ursprünglich wurden ja die Psychopharmaka rein für den klinischen Bereich gemacht, um die Pflege zu vereinfachen. Mhm. Dass die Menschen dort in der Station ruhiger sind und natürlich einfacher zu behandeln sind. Und im ambulanten Bereich macht es aber riesige Schwierigkeiten. Mhm. Weil es die Heilung in den meisten Fällen verlängert und verzögert. Das kommt natürlich immer darauf an. Auf alle Fälle würde ich jeden, der mit einer psychischen Störung zu tun hat, raten, sich eine zweite und eine dritte Meinung zu holen. Und von Menschen, die andere Methoden verwenden, die andere Zugänge haben, und da gibt es viele. Recovery ist eine ganz wertvolle, finde ich. Wir haben da sehr viele Berührungspunkte. Und ich glaube, wir können, wenn wir die Dinge bekannter machen, natürlich auch in der breiten Öffentlichkeit mehr Aufklärung bringen. Weil es ist halt, wir, das ist noch meine Generation und deine auch, wir sind so erzogen, weil wenn du krank bist, gehst irgendwo hin, dann kriegst du etwas. Mhm. Aber dieses etwas kriegen ist oft eine Fixation. Da ist dann bin ich oft sehr früh und oft in ganz jungen Jahren in der Rolle eines Patienten. Ich erzähle dir auch aus meiner eigenen Erfahrung, als junger Student, da war ich so etwa 23, 24, hatte ich längere Kopfschmerzen, so einseitige Kopfschmerzen. Ich ging zum Hausarzt, der hat gesagt, mir gibt ein paar Kopfschmerztabletten. Ich war nicht so sehr begeistert und das hat halt angedauert und hat gesagt, lass mal dich mal durchuntersuchen. Die internistische Durchuntersuchung war okay, ich war völlig gesund laut Befundung. Er hat gesagt, gehst du mal zu einem Neuropsychiater. Und ich beschreibe dem Neurologen meine Schmerzen und der sagt zu mir, mein lieber Kollege,
obwohl ich damals noch Student war, mein lieber Kollege, Sie beschreiben hier einen Schmerz, den es nicht gibt. Das ist ein Zustand, der gehört mehr in die geschlossene Abteilung. Und da habe ich gesagt, noch nicht. Ja? Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, nein, ich muss meine Geschichte in die eigenen Hände nehmen. Und dann habe ich natürlich weiter gesucht und bin durch dieses Ereignis zur Akupunktur gekommen. Und in der Akupunktur durch eine Sitzung waren diese monatelangen Beschwerden flugs weg. Ohne Nebenwirkungen, ohne irgendwelche, was für ein Stempel ist das? Ist das etwas Eingebildetes? Wer bildet sich einen Schmerz ein? Ich meine, das ist für einen, das war, also ich habe mir natürlich meine Meinung über diesen Kollegen gebildet. Weil, ich meine, der hat von der menschlichen Seele nicht allzu viel verstanden. Ja? Nachdem wir ja keine Namen nennen, dürfen wir das hier erwähnen. Aber das sind so diese Schlüsselerlebnisse, wenn man auf seinem Werdegang auch mal Patient ist, dann ist die Frage, welche Richtung schlage ich dann ein? Weil wenn ich dort, nehme an, ich wäre dann auf die Psychiatrie gekommen und die hätten dann gesagt, naja, der hat einen eingebildeten Schmerz, hätte ich natürlich Psychopharmaka bekommen. Wo säße ich dann heute? Weißt du? In welcher Position bin ich dann heute? Bin ich dann überhaupt noch fähig, meinen Beruf auszuüben? Großes Fragezeichen. Ja, also die Eigenverantwortung und das wirklich möglichst klare und das klare Bewusstsein ist oft hart, manchmal auch brutal und scharf, aber es ist authentisch. Und das zeigt mir, die Dinge, die hat's und die möchte ich verändern, die möchte ich lösen. Wo kann ich mich hinwenden, um das ins Rollen zu bringen? Ja, also ich glaube auch, dass es einfach wichtig ist, verschiedenste Perspektiven auf all diese Sachen zu sehen und auch ein bisschen einfach diese Allmacht von, ich muss mich hier einem System unterordnen, das mir sagt, was gut für mich ist, das einfach zu hinterfragen und aufzuhören, einfach das zu glauben und stattdessen wieder merken, ich kann selber für meine Gesundheit Entscheidungen treffen. Und ja, das ist, solange glaube ich, was Wichtiges. Bei Bewusstsein bin, nehme ich das wahr. Wenn ich jetzt bewusstlos bin, wenn ich irgendwo liege und nicht mehr selber handlungsfähig, ja, dann ist man angewiesen auf die Hilfe, die halt standardmäßig irgendwo abläuft, das ist klar. Aber solange ich bei Bewusstsein bin, kann ich mir immer in jeder Situation eine Frage stellen. Was will ich? In welche Richtung soll es gehen? Egal wie die sogenannte Diagnose heißt, egal was die Leute denken. Und ich habe auch sehr viele Patienten erlebt mit wirklich schrecklichen Diagnosen, wo man sagt, wenn man die hört, ja, nicht nur Krebs, auch auf der psychischen Ebene, die schwersten Wahnvorstellungen und diese ganzen schizophrenen Erkrankungen und dieser Formenkreis. Und also das sind ja wirklich schwere Zustände. Und trotzdem gibt es dort auch Heilungen und oft auch, wenn es nicht eine vollkommene Heilung, wirklich das auch im Sinne von Recovery-Zustände, die lebbar mit einer Qualität wieder, dass die Lebensqualität wieder da ist, dass die einem Beruf nachgehen können, das Familienleben führen können. Und das ist doch wirklich, wirklich, das macht Mut. Es gibt Zuversicht. Ja, und ich glaube, es ist auch einfach so wichtig, das immer wieder zu hören, um diese eigenen Bilder eben auch zu hinterfragen und den Raum dafür aufzumachen, dass das einfach ganz viel möglich ist. Ja, unbedingt. Unbedingt, ja. Du Gerhard, ich würde dann jetzt auch langsam zum Ende kommen. Gibt es von deiner Seite her noch irgendwas, was du sagen möchtest, abschließend? Ja, ich wollte dir danken und möchte auch gratulieren, dass du diese Initiative setzt. Danke. Weil ich glaube, es braucht die Jungen, die da weiterarbeiten und die wirklich neue Impulse bringen. Und so können wir sehr viel erreichen. Weil gemeinsam, ich glaube, die Erfahrung der Älteren und die Initiative und die Tatkraft der Jungen und diese Informationen unter die Menschen bringen. Da sind die neuen Medien natürlich bestens geeignet. Ja. Danke, Gerhard. Gerne. Du, möchtest du noch kurz sagen, wo Leute, die mehr über dich erfahren wollen oder mehr von dir wissen wollen, einfach sich hinwenden können?
Ja, es gibt meine Homepages. Die eine ist die Gerhard Weiland. .at und die andere ist die Lebe Stressfit und auch meine Bücher und die ganzen Veranstaltungen. Und die Leute werden mich finden, wenn sie aus meiner Schatzkiste und aus meiner Werkzeugkiste etwas mehr erfahren wollen. Ja, ich werde das dann natürlich auch verlinken und dann haben wir das da dabei. Das heißt, dann findet man dich super. Auch mit einem Klick. Vielen Dank. Ja, okay. Gut, dann danke gerne. Alles Gute, gerne. Danke. Ich genieße es immer sehr, mit dem Gerhard zu reden und mich über diese Dinge auszutauschen, weil das in mir auch ganz viel anregt und mich wieder zum Nachdenken bringt über verschiedene Themen. Also ich finde das sehr spannend und fand das auch ein sehr spannendes Gespräch und ich hoffe, dass es dir auch so gegangen ist. Wenn du jetzt sagst, du möchtest ja gerne mehr über den Gerhard erfahren, dann kannst du das natürlich tun. Ich verlinke dir seine beiden Homepages. Das ist einerseits gerhardweiland.at und andererseits lebestressfit.com. Auf der Gerhard-Weiland.at-Seite findest du viel von seinen unterschiedlichen Projekten und Angeboten und natürlich auch seine Praxis in Graz und auch wenn er Workshops oder ähnliches macht. Und die Lebestressfit-Webseite setzt sich natürlich, wie der Name schon sagt, ganz explizit mit dem Thema Stress auseinander. Also findest du viele wertvolle Hinweise zum Thema Stress und wie du deine Stressfitness erhöhen kannst. Und es gibt auch ein Programm, das der Gerhard dafür designt hat, wo du in einem Zyklus einfach deine Stressfitness trainieren kannst und lernen kannst, wirklich gut mit Stress umzugehen. Schau dir das gerne an. Wie gesagt, ich verlinke dir beide Seiten. Und natürlich verlinke ich dir auch die beiden Bücher, die der Gerhard geschrieben hat. Und weil wir ja uns über das Thema Psychopharmaka unterhalten haben, und ich weiß, dass das ein bisschen ein heikles Thema ist, beziehungsweise einfach ein Thema, das sehr gerne und sehr schnell in Extremen diskutiert wird, möchte ich hier auch nochmal kurz was dazu sagen. Das, was ich vorab schicken möchte, ist, dass ich auf jeden Fall dazu raten möchte, niemals Psychopharmaka von heute auf morgen abzusetzen. Also ich glaube, das ist einfach ein Ding, wo sich ziemlich alle Leute, die sich irgendwie mit Psychopharmaka auskennen oder selber welche genommen haben, einig sind, dass ein rapides Absetzen kein schlauer Plan ist, aber ich möchte trotzdem dazu ermutigen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich werde dir auch eine Webseite verlinken vom Verein Freiräume. Die haben sich sehr mit dem Thema Psychopharmaka auseinandergesetzt und zwar durchaus kritisch, aber auf eine sehr konstruktive Art und Weise. Und du findest auf dieser Seite unter anderem einen Leitfaden zum selbstbestimmten Umgang mit Medikamenten und auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel Unterlagen für ein risikoarmes Absetzen von Psychopharmaka und noch einiges mehr. Also auf der Seite findet man wirklich gute Informationen, wenn man sich mehr mit diesem Thema beschäftigen möchte. Und aus meiner eigenen Erfahrung möchte ich hier auch nochmal mich an meine Kolleginnen und Kollegen wenden, weil ich weiß nicht, wie das für dich ist, wenn du in diesem Bereich arbeitest. Aber ich habe bei mir beobachtet, dass ich trotz meiner eigenen Erfahrung mit Psychopharmaka und dem, dass es mir sehr gut getan hat, die abzusetzen nach einem gewissen Zeitraum, dass es mir sehr schwer gefallen ist, meine Klienten in diese Richtung zu unterstützen und ich viel leichter die Haltung einnehmen und übernehmen konnte, dass Medikamente genommen werden sollen, einfach weil es sich für mich sicherer angefühlt hat, mit dieser schulmedizinischen Meinung zu gehen. Das ist was, das ich heute anders machen würde. Also ich möchte niemandem dazu raten, Psychopharmaka abzusetzen. Ich kenne genug Leute in meinem Umfeld, die Psychopharmaka nehmen und denen super geht damit, weil die einfach für sich das Richtige für die jetzige Situation gefunden haben. Auf der anderen Seite gibt es aber einfach auch Situationen, wo es dann nicht hilfreich ist oder Menschen, für die es gerade nicht passt. Und ich möchte einfach nur sagen, ich finde es auch sehr wichtig, dass gerade wir, wenn wir Menschen begleiten, da selber auch kritisch sind und selber die andauernde Einnahme von Psychopharmaka wirklich kritisch hinterfragen und uns überlegen auch, ob es dabei um unsere eigene Angst und Unsicherheit geht, dass wir einfach sehr gerne auch was hätten, womit wir unsere Klientinnen und Klienten unterstützen können und wo wir auch das Gefühl haben, irgendwie wir können was tun oder da ist ein gewisses Sicherheitsnetz dadurch und dass wir uns wirklich ehrlich anschauen, wie sehr unsere Angst oder Unsicherheit da hineinspielt und wie sehr wir uns auch wirklich offen darauf einlassen können, wenn jemand, den wir begleiten, das nicht nehmen möchte. Ich muss jetzt nach meiner Auseinandersetzung mit Recovery und auch einem kritischen Hinterfragen meiner eigenen Tätigkeit schon ehrlich sagen, dass ich das jetzt anders machen würde. Einfach auch, weil ich
immer mehr erkennen, die Wichtigkeit davon, auch gewisse Risiken mitzutragen. Und damit meine ich überhaupt nicht, zu risikoreichem Verhalten zu raten, sondern einfach wirklich begleitend zu sein, wenn jemand sagt, er oder sie möchte Medikamente nicht nehmen, zu informieren über die Risiken und über die Arten, wie man absetzen kann, aber den Wunsch auch tatsächlich ernst zu nehmen, weil wir einfach nicht wissen können, was für jemand anders die richtige Entscheidung und der richtige Weg ist. Und ich glaube, dass es wirklich essentiell wichtig ist, dass wir, wenn wir in der Begleitung tätig sind von Menschen mit psychischen Herausforderungen, dass wir ernst nehmen, was die Wünsche und der Weg von meinem Gegenüber ist. Und auch wenn sich das nicht mit meinem Weg oder meinem Bild deckt, dass ich trotzdem das ernst nehme und unterstütze. Ich kann meine Bedenken äußern und ich finde es auch äußerst professionell, das zu tun, aber gleichzeitig finde ich es auch sehr wichtig, wirklich innerlich genau hinzuschauen, wo ist es meine eigene Angst und Unsicherheit und wo ist es wirklich ein fundiertes Argument, dass es in dieser Situation wirklich notwendig ist und da ganz ehrlich selber hinzuschauen und eben auf Augenhöhe zu beraten und zu begleiten. Das wollte ich zu dem Thema noch sagen und ich würde mir wünschen, dass wir einfach auch zum Thema Psychopharmaka einen entspannten Umgang finden, wo es wirklich einfach die Unterstützung sein kann, die es manchmal eben ist und andererseits aber weder das große Heilmittel noch das Teufelszeug sein muss, sondern man einfach schauen kann, was in der jeweiligen Situation für den jeweiligen Menschen richtig ist. Ja, genau, soweit eben mein Monolog zum Thema Psychopharmaka. Wenn du da Erfahrungen hast, die du teilen möchtest oder vor allem auch, wenn bei dir noch irgendwas offen geblieben ist jetzt von unserem Gespräch oder du deine Erkenntnisse mitteilen möchtest oder einfach eine Rückmeldung hast, was das in dir ausgelöst hat, mein Gespräch mit dem Gerhard Weiland, dann schreib sehr gerne in die Kommentare auf YouTube oder auf der Podcast-Seite www.recoverypodcast.de. Ich freue mich total zu lesen, was das Gespräch mit dem Gerhard in dir bewegt hat, weil ich glaube, das ist ja schon was, das einen sehr bewegen kann, wenn jemand so sehr diese Selbstverantwortung und das wieder in den Körper kommen und fühlen anspricht. Also mich bewegt es immer sehr, wenn ich mit dem Gerhard spreche. Also wie gesagt, wenn du da was mitteilen möchtest, freue ich mich sehr darüber. Teil den Podcast sehr gerne auch mit Menschen in deinem Umfeld, wenn du das Gefühl hast, das wäre gerade für jemanden genau das Richtige. Und dann wünsche ich dir jetzt einfach eine wunderschöne Woche und würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Alles Liebe und mach's gut!